Im Ort Nichlin gibt es ein Windfeld, das genug Energie bereitstellen kann, um den gesamten Ort mit Wärme zu versorgen. Dazu haben wir aus dem Windpark Nichlin ein Kabel in den Ort verlegt, dort ein Heizelement angeschlossen, einen Speicher installiert und einen Anschluss an das Nahwärmenetz organisiert. Wir können mit dem Speicher so viel Energie bereitstellen, dass das gesamte Ortsnetz mit Wärme versorgt wird, haben technische Parameter so eingestellt, dass wir mit 2 Megawatt Heizleistung den abgeregelten Strommengen und der Speicherkapazität für 10 Tage genug Energie haben, um den Ort mit Energie zu versorgen. Wir rechnen aktuell damit, dass 3 bis 4 Abregelungen im Monat erfolgen. Und das bedeutet, wir haben genug Wärme gespeichert, um eine komplette Wärmeversorgung des Ortes realisieren zu können. Windnot hat es möglich gemacht, die abgeregelten Stromspitzen zu benutzen, um daraus Wärme zu erzeugen und Power-to-Heat-Projekte möglich zu machen. Die Anlage soll nach 6 Monaten Bauzeit im Dezember 2019 in Betrieb gehen, sodass ab Frühling 2020 der gesamte Ort komplett CO2-frei aus dem Windspeicher mit Wärme versorgt werden kann.